Das letzte Panel der Kritiker in der Crowd klingt eigentlich wie ein kleines Detail. Als ich mich jetzt auf die, das Panel vorbereitet habe, ist mir dann tatsächlich nach einem Nachdenken aufgefallen, dass es tatsächlich so ein bisschen eine Funktion von Dachpanel, von den ganzen Diskussionen hat, die wir heute geführt haben. Und zwar deswegen, weil wir werden uns sehr auf Nachtkritik natürlich konzentrieren, mit anderen Plattformen nebenbei vielleicht auch. Weil sich hier tatsächlich eine Art kleiner Netzgesellschaft eingefunden hat, die auch immer sehr regelmäßig teilweise da erscheint, die sehr partizipativ und interaktiv, wie wir auch gerade von Esther Slevogt gehört haben, an der Meinungsbildung und an dem Weitertreiben des Denkens arbeitet, die tatsächlich auch mit ihrem auch schon erwähnten Rollenspielen mit Pseudonymen und sich gegenseitig Pseudonyme klauen und sie dann wieder claimen und das Pseudonym wechseln, in einer tatsächlich fast bühnenhaften Rollenspielsituation dort befinden. Und wenn man das aus der Entfernung betrachtet, sich die Kommentarschlachten anguckt, hat man tatsächlich das Gefühl, eine Art erstes interaktives Drama zu erleben, das allerdings kein anderes Thema hat als das Theater selber. Man könnte vielleicht tatsächlich auch mal eine Aufführung oder eine Lesung aus Nachtkritik, Kommentar, Dramen, Schlachten machen und sich wunderbar dabei unterhalten. Allerdings ist die Unterhaltung dabei natürlich nicht ganz so leicht. Wir haben heute Vormittag gelegentlich auch schon auf dem Couples-Panel das Thema Sender und Empfänger besprochen, haben gehört, früher haben die Massenmedien nur gesendet und die unten im Publikum oder die vor dem Zeitungsblatt saßen, waren die Empfänger und mussten zuhören und hatten nichts zu sagen. Jetzt können sie was dazu sagen. Es fehlt allerdings der dritte Beteiligte, habe ich das Gefühl, an diesem Austausch, und das ist derjenige, über den gelegentlich geredet wird. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir auf dem Panel hier sozusagen nicht nur Kritiker und Kommentatoren haben, sondern eben auch einen Künstler, der gelegentlich eben auch zum Gegenstand der Diskussion wird. Es sollte hier eigentlich noch ein zweiter Künstler sitzen. Frank-Patrick Steckel ist angekündigt gewesen, hat uns vor anderthalb Stunden endgültig abgesagt. Stilecht hat er allerdings die eigentliche Absage als Kommentar auf Nachtkritik vorgestern gepostet. Stilecht hat Nachtkritik diesen Kommentar natürlich nicht live geschaltet. Und Stilecht hat es tatsächlich auch, vielleicht hört uns ja Patrick Steckel auch am Bildschirm zu und sitzt vor seinem Screen. Herr Steckel, wir freuen uns über Ihre Tweets. Ich habe extra jetzt auch meinen Laptop aufgeklappt und lese alle Tweets mit dem Hashtag Theater und Netz mit. Falls Herr Steckel sich bei uns melden möchte, gerne. Ansonsten würde ich diesen fehlenden vierten Mann gerne ersetzen durch das Publikum und das twitternde Publikum. Das heißt, wer etwas beizutragen oder zu fragen hat, möge es in der nächsten Dreiviertelstunde twittern oder auf alle Zeit schweigen. Worüber wir reden wollen, ich laber einfach noch ein bisschen, der Tag ist noch so lang, Entschuldigung. Wenn man mir ein Mikrofon gibt. Ja. Erst ich, dann ihr. Also, worüber ich reden will, ich habe angefangen, über dieses Rollenspiel zu sprechen. Ich will tatsächlich ein Stück weit reden über die Rollen von Kritikern und Künstlern heute, über die Bewertungsmacht des Netzes, einen Begriff, den diesmal Stockmann auch in die Diskussion geschmissen hat, und insbesondere auch die Situation der Künstler als Gegenstand dieser neuen Bewertungsmacht und die Meinungsmacht der Crowd. Ich begrüße von links nach rechts Wolfgang Behrens, Redakteur und Kritiker bei nachtkritik.de. Erste Rolle, zweite Rolle, Oberspielleiter in den Kommentarschlachten auf nachtkritik.de. Ich begrüße als zweites Sascha Krieger, dessen Name vielleicht noch nicht jedem hier bekannt ist, was tatsächlich ein Versäumnis ist. Wer öfter auf Nachtkritik kommentiert oder liest, wird den Namen Prospero vielleicht gelesen haben, inzwischen auch Sascha Krieger. Das ist er, schreibt nicht nur gelegentlich auf Nachtkritik, sondern hat auch einen sehr lesenswerten und, wie ich finde, sehr professionellen Theater- und Kritikenblog, stageandscreen.wordpress.com, und macht das alles nebenbei. Er ist, wenn ich das auf Xing richtig gesehen habe und sagen darf, im Vollzeitberuf Global Communications Manager eines IT-Sicherheitsunternehmens.
Und der dritte auf dem Panel, gerade schon angesprochen, würde ich mich auch sehr freuen, Nismomis Stockmann. Ich muss nicht viel über ihn sagen. Ich denke mal, jetzt sind eh nur noch Nachtkritik-Hardcore-Fans da. Das heißt, der Name ist bekannt aus den letzten Jahren. Vielfach ausgezeichneter, vielgespielter Theaterautor. Als solcher eben auch Gegenstand der Bewertungsmacht. Setzt sich mit der kritisch auseinander, kritisiert die Kritiker. Und ich könnte jetzt noch weitermachen mit einem ganzen Rollen-Ensemble, das Herr Stockmann vielleicht in diesen Debatten dann auch einnimmt, wenn er gelegentlich auf Nachtkritik kommentiert. Fangen wir ganz einfach an. Wie funktioniert das denn tatsächlich, diese Kommentarschlachten zu moderieren? Also gelegentlich wird ja gesagt, Nachtkritik stellt alles live und das dauert aber immer ein paar Stunden, bis ihr live seid. Deswegen gibt es da einen Prozess, gibt es da einen transparenten Prozess? Muss ich mir da ein täglich tagendes Femegericht vorstellen, das Ja oder Nein entscheidet? Ist das ein Einzelner? Habt ihr da Richtlinien? Wie funktioniert das? Also wir veröffentlichen natürlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Kommentare. Nein, stimmt nicht. Es ist so, es gibt bei uns wechselnde Tagesdienste und der Tagesdienst entscheidet in der Regel, ob ein Kommentar veröffentlicht wird oder nicht. Das geht nach relativ klaren Spielregeln. Deswegen kann ich an der Stelle auch schon nochmal klarstellen, das, was unter Club Inferno passiert ist, das war kein Shitstorm. Da ist vielleicht mal eine Meinung geäußert worden, oder also Club Inferno von Siegner, und da ist vielleicht auch mal härter argumentiert worden. Aber ein Shitstorm sieht anders aus und sähe auch anders aus, wenn wir einiges veröffentlicht hätten, was gekommen wäre. Hundsprozesse, okay, den werde ich nachlesen. also die Spielregeln sind im Grunde klar und bewegen sich zum Teil einfach im strafrechtlichen Rahmen. Also bei uns darf nicht und soll nicht ad personam beleidigt werden und es sollen keine unüberprüfbaren Tatsachenbehauptungen, wenn es geht, aufgestellt werden. Das betrifft sowohl die negative Seite und sollte im Idealfall eigentlich auch die positive Seite betreffen. Also wenn jemand postet, es war so eine total schöne Probenatmosphäre und der hat ist so toll auf den Proben auf den Schauspielern eingegangen wie sonst keiner, dürfte es eigentlich nach unseren Regeln auch nicht durchkommen, weil es nicht überprüfbar ist und einfach nur eine, also von außen nicht überprüfbar ist und einfach nur eine Innensicht gibt, die wir nicht haben können. Also eigentlich geht es um die Kraft des Argumentes und auch um Meinungsäußerungen zu den Sachen, die in der Diskussion stehen, also zu den Aufführungen. Ja, es gibt dann halt die problematischen Kommentare, die werden ab und zu auch mal in die Runde gepostet und dann sagen andere noch ihre Meinung dazu. Dann gibt es oft diese kleinen Auslassungspunkte, da stehen einfach Sachen, die wir so nicht durchlassen können. Und natürlich gibt es Grenzfälle, die ein bisschen schwierig einzuordnen sind und auch ab und zu den sogenannten, der fiel schon öfter mal, den sogenannten Troll, der einfach eine Diskussion komplett zerstört, indem er zum Beispiel 28 Mal im Grunde dasselbe postet, mit anderen Worten. Und das wird dann auch irgendwann, dann ist irgendwann so eine Schwelle erreicht bei uns, wo wir dann sagen, das können wir jetzt nicht mehr durchlassen, das macht die Diskussion einfach komplett kaputt. Vielleicht eine blöde Frage, aber haben Sie zwei Mützen auf Ihrem Schreibtisch lesen? Auf dem einen steht Kritiker, auf dem anderen Moderator. Das heißt, gibt es eine Rollendifferenz zwischen ich äußere meine Meinung und jetzt switche ich um und wahrscheinlich ja zu Ihren eigenen Artikeln übernehmen Sie gelegentlich auch die Moderation. Das heißt, ist es miteinander vereinbar zu sagen, ich habe hier meine klare Meinung geäußert und jetzt kommen plötzlich Menschen an und ich muss das dann auch noch moderieren? Also ich fühle mich selbst meistens gar nicht in der Rolle des Moderators, sondern und ich fühle mich vielleicht auch gar nicht unbedingt in der Rolle des nur Kritikers, sondern ich agiere da wirklich als Person. Also wenn ich das Gefühl habe, dass jemand meine Kritik vielleicht falsch gelesen hat oder irgendetwas schreibt, was ich bedenkenswert finde, dann reagiere ich als Person. Das ist übrigens auch so eine Sache, Rollenverständnis des Kritikers fiel vorhin mal und die Kritik als solitär kam, glaube ich, vorhin als Einwurf einmal.
Ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich finde, erstmal ist da ja ein Theaterereignis, über das gesprochen wird. Dann kommt eine Kritik, die meiner Ansicht nach überhaupt kein Solitär sein sollte. Es sollte ein argumentativer und vielleicht auch gut geschriebener Text sein. Aber danach, das alles ist doch eigentlich nur da, um einen Diskurs am Leben zu halten, der um ein Kunstwerk kreist. Und das Kunstwerk wird von dem Diskurs meiner Ansicht nach auch ein bisschen mit konstituiert. Und wenn ich das Gefühl habe, es tut dem Werk, dem Theater, der Institution Theater gut oder es ist interessant, darüber jetzt weiterzureden, dann will ich auch darüber weiterreden. Dann sehe ich nicht ein, dass die Kritik sozusagen Ende der Fahnenstange sein soll. Nun geht es nicht nur um Kunstwerke, sondern natürlich auch um Personen. Und da komme ich zu diesmal Stockmann. Es gab vor 2 oder 3 Jahren mal ein Blogposting von Falk Richter, wo er geschrieben hat, er hätte solche Sorgen eigentlich Angst davor, in die Kommentarmaschinerie von Nachtkritik zu fallen. Ist das ein Gefühl, mit dem man dem begegnet, wenn man auf Nachtkritik geht und gerade eine Uraufführung oder eine Premiere hatte? Oder ist es eigentlich große Freude über die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Meinungen? Also das ist ein bisschen gespalten. Also zum einen finde ich das Medium an sich natürlich total toll, das unterstreiche ich auch immer wieder, dass ich Nachtkritik grundsätzlich ganz gut finde. Eine andere Sache ist, welche Kultur man ihr verordnet. Jetzt ist es so, Sie sagten eben gerade, die Leute werden auch über Twitter und so zu, also die können Fragen stellen oder so. Ich bin mir ganz sicher, dass die Fragen, die über Twitter gestellt werden, ganz andere sein werden, als das Publikum im direkten Kontakt hier stellt. Und ich bin mir auch sicher, dass die Kommentare, die auf Nachtkritik gepostet werden, andere sind, als die jetzt zum Beispiel ein Besucher in der Kantine einem Regisseur oder einem Autor stellen würde. Und das ist für mich die Frage, haben wir ist das eine gute Kultur, die da entsteht? Also öffnen wir da Kanäle, die gut sind? Oder ist es so, wie sich Nachtkritik für mich manchmal auch liest? Und das klingt jetzt kritisch. Und Sie sagten vorhin, ich bin der einzige Künstler hier. Also ich bin jetzt auch ein bisschen in der Schlangengrube oder so. Aber manchmal liest sich das schon so ein bisschen wie Bildleser beschimpfen Titanic-Redakteure eben. Ne? Also da darf jeder einfach mal so sagen, was ihm dazu einfällt irgendwie. Man tippt was, hackt was in die Tasten und so und es ist auch sofort da. Na gut, es gibt eine kleine Qualitätskontrolle von jemandem, der natürlich auch irgendwie total fanatisch ist in dieser ganzen Crowd-Diskurs und so. Und das ist natürlich schon auch wieder ein ganz besonderer Filter, der es dann irgendwie durchlässt. Also deswegen weiß ich nicht, ob Nachtkritik, es gibt immer wieder Diskussion darüber, auch das ist ja jetzt wieder ein Versuch, eine Diskussion darüber zu lancieren eben. Aber ich glaube, dass so eine grundsätzliche Kultur der Diskussionsführung irgendwie eine größere Rolle spielen sollte auf Nachtkritik. Das heißt, stärker Eingriff von Moderation auch. Ja, das klingt jetzt so, also es wird nicht quasi der böse, der für Gatekeeping oder sowas plädiert, aber ich finde jetzt nicht, dass eine reine Demokratisierung, vor allen Dingen nicht, wenn sie anonym ist, grundsätzlich etwas Gutes ist. Diese Anonymisierung ist für mich sogar ein totaler Widerspruch zu der demokratischen Idee, nämlich wo man Verantwortung übernimmt als Individuum, aber auch als dargestelltes Individuum und nicht als anonymes Individuum. Bevor ich gleich zu Sascha Krieger komme, die Anonymität würde ich gerne trotz alledem nochmal aufs Tapet heben, weil es natürlich ein nicht unwichtiges Thema ist und weil natürlich es den Unterschied gibt zwischen, es gibt Leute, die sind anonym und es gibt Leute, die tauchen mit Namen auf, die werden von euch ja auch sozusagen im Hintergrund validiert. Sind sie das wirklich gewesen, Herr Steckel, oder nur ein Mann gleichen Namens und Aussehens? Das heißt, da findet eine Überprüfung statt und es gibt konstante Pseudonyme, wo ich mir gesagt habe, die klaut man sich schon und dann kommt das echte Pseudonym und fordert seine Identität wieder ein, seine pseudonyme Identität und so weiter und so fort. Ist diese Anonymität tatsächlich das Problem oder schafft diese Anonymität, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Form von Freiheit, nämlich eine Meinung auch dann äußern zu können, wenn man vielleicht, weil man an einem Theater angestellt ist und da in bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen steht, unter Pseudonym leichter kommentieren kann? Im Grunde gibst du die Antwort schon fast ein bisschen selbst. Also es ist tatsächlich so, natürlich macht die Anonymität manchmal Probleme und es gibt eigentlich fast nichts Langweiligeres, als die Debatten über Pseudonymklau zu lesen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dass sehr viele Leute, oder man merkt es ja teilweise auch, aus der Branche bei uns posten und einen Kommentar hinterlassen
Und wenn die alle unter ihrem realen Namen schreiben müssten, würden sie sich das nicht nur zwei, sondern drei oder viermal überlegen und würden am Ende nicht posten, obwohl sie etwas zu sagen haben, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Es ist natürlich leicht, Namen unter einen Text zu schreiben. Ich kann gut Wolfgang Behrens unter einen Text schreiben, wenn ich in einer ziemlichen Distanz zu dem Theater bin, über das ich schreibe. Wenn ich aber von dem Theater Geld kriege, und dann sage, was ihr da macht, ist aber eigentlich ziemlich scheiße. Und dann kriege ich hinterher die Quittung in Form von, was weiß ich, einer Abmahnung. Dann kann es das eigentlich nicht sein. Aber medial gesehen ist das dasselbe wie ein anonymer Brief, oder? Ein anonymer Brief, ich würde das, glaube ich, schon nochmal ein bisschen anders sehen, weil der Brief einen klaren Adressaten hat und nicht einfach eine Äußerung einer Pinnwand sozusagen ist. Also ich würde es eher als Flugblatt vielleicht sehen, denn ja, als Flugblatt. Anonymes Flugblatt. Ja. Ich sehe übrigens, dass auf Twitter total still ist. Seit erstens Herr Krieger hier oben sitzt und zweitens sozusagen hier das Panel mitliest. Das finde ich sehr spannend. Ich komme nochmal zur Anonymität und Pseudonymität zurück, eben gerade bei Sascha Krieger, weil ich glaube, der kann uns da ganz speziell was zu erzählen, Herr Krieger. Jetzt fange ich auch schon an, euch zu siezen. Das muss am Wetter liegen. Also Sascha, du hast als Prospero, also unter einem Pseudonym geschrieben, dann hast du irgendwann angefangen, Prospero, Klammer auf, Sascha Krieger, Klammer zu. Oder wie auch immer, genau. Ist das tatsächlich eine Form von, sagen wir, Akt des Outings? Oder ist Sascha Krieger noch ein anderes Pseudonym von Sascha Krieger? Oder also ich würde gerne da auf diesen Punkt eingehen von, es gibt ja prominente Pseudonyme und plötzlich steht da ein reales Gesicht dahinter. Ändert sich da beim Schreiben tatsächlich auch was und ändert sich was im Wahrgenommenwerden als Kommentator? Ist eine gute Frage. Ich gehe mal zurück, woher das kommt. Also wir hatten ja gerade diese Diskussion über Anonymisierung, ist das gut oder ist das schlecht? Ich glaube, ein Problem, was ich bei vielen Diskussionen heute hatte, dass wir wahnsinnig viele Entweder-Oder-Diskussionen geführt haben. Ich glaube, dass auch in dem Fall das ein Sowohl-als-auch ist. Also Anonymisierung hat, ist ja gerade angesprochen worden, hat Vorteile und hat auch wahnsinnige Nachteile. Bei mir ist es letztlich auch ein praktischer Grund gewesen. Ich habe angefangen, bei Nachtkritik zu kommentieren, bevor ich meinen Blog angefangen habe. Und ich habe dann irgendwann mal, das Blog war auch so semi-anonym am Anfang, und ich habe dann irgendwann entschieden, dass da ein Name drunter stehen sollte. Und um dann einfach diese Verbindung auch zwischen der Blogger-Persönlichkeit und der Kommentatoren-Persönlichkeit deutlich zu machen, habe ich dann diesen Schritt auch gemacht. Ich will niemandem vorschreiben, mit seinem Klarnamen dort zu agieren. Was ich allerdings wichtig finde, und ich glaube, das ist auch das, was Nies am meisten kritisiert, ist dieses Pseudonym-Hopping. Also zum einen Pseudonym Klau, das haben wir ja in letzter Zeit öfter mal gehabt, aber eben auch, dass Leute mit in einem Thread, wie man das ja so schon sagt, gibt es ein deutsches Wort dafür, ich weiß es nicht. Strang. Manchmal auch das wahrscheinlich. Mit unterschiedlichen Pseudonymen agieren. Dann ist es einfach schwierig, auch eine Diskussion zu führen, wenn du nicht mehr weißt, ob der gerade gerade was geschrieben hat, der gleiche ist oder eine andere Person als der vor drei Postings das was kommentiert hat. Ich glaube da, und ich weiß, dass Nachtkritik auch drüber nachdenkt, wie man das etwas besser machen kann. Das ist für mich das Hauptproblem. Nicht so sehr, dass jemand als Prospero oder eben als Sascha Krieger dort postet. Übrigens, ich möchte ganz kurz noch was ergänzen. Es würde ja das Problem auch nicht völlig aufheben, wenn wir von allen Leuten die Klarnamen wüssten. Denn wenn jetzt, ich sag mal, Peter Schmidt, ich hoffe, das ist auch egal, also wenn Peter Schmidt postet,
dann bleibt der für mich anonym. Ich weiß nicht, wer Peter Schmidt ist. Sobald da Hermann Beil steht, weiß ich, okay, da hat Hermann Beil gepostet. Ja, aber ich spreche jetzt auch gar nicht, oder meine Idee war auch gar nicht, das sind jetzt Vorschläge der Kontrolle. Mir geht es eher um ein Gespräch über die Kultur, der Gesprächskultur, ja. Und das ist etwas, was total zusammenfallend sein könnte eben mit einer Blogging-Kultur. Also ich finde, das schließt sich gegenseitig überhaupt nicht aus. Na, es findet natürlich insofern ein Gleichgewicht statt, als es natürlich Menschen gibt, die eben nicht nur wie Peter Schmidt ein Name im Netz sind, sondern die Leute, um die es tatsächlich dann am Ende geht, also die Schauspieler, die Regisseure, die Autoren und so weiter und so fort, wenn deren Namen genannt werden, dann ist es relativ klar, dass eine Verbindung hergestellt wird zwischen einer Persönlichkeit im Netz, über die im Netz geschrieben wird, und einer realen Persönlichkeit. Das heißt, sowas tendiert natürlich dazu, einen als reale, besprochene Persönlichkeit, und deswegen meinte ich vorhin auch, die dritte Person im Sender-Empfänger-Verhältnis versetzt den erstmal in eine relativ schwache Position. Und wenn ich nochmal drauf zurückkomme, bei die Brutalen und die Ängstlichen... Andersrum. Die Ängstlichen und die Brutalen, Entschuldigung. Ich hätte es ablesen sollen. Ja. Zog sich die Kommentardebatte über eine Woche hin. Das waren über 50 Kommentare. Ja. Wie sitzt man davor? Ich gar nicht. Nee, aber ich meine, ja, das ist natürlich die Frage, also wie ich vorhin schon sagte, also es gibt, was oftmals vergessen wird, und deswegen bin ich eben, versuche ich hier den Gedanken zu stärken, eine stärkere Diskussion darüber zu führen. Geht es nicht irgendwie um abstrakte oder ferne Stars? Irgendwie, wir sprechen hier nicht von Tom Cruise oder sowas oder so, sondern wir sind alle Leute hier oft, die auch in Berlin wohnen, am Theater arbeiten. Die trifft man in der Kantine, die sind dann geknickt, wenn sie da irgendwie einen reingewirkt bekommen haben. Nicht nur eben vielleicht von dem Kritiker, sondern eben auch von einem richtigen Kollektiv. Und das ist total hart. Und die Frage ist für mich eben, klar kann man das machen, irgendwie, klar kann man diese Kanäle öffnen, aber man könnte auch darüber sprechen, ist es eigentlich notwendig und könnte man diese Diskussion nicht auf eine andere Art und Weise führen, weil wir es gibt zum Beispiel, wenn die Christine jetzt vorhin im Panel gesprochen hat oder andere Theaterkritiker, die sehen sich als einem anderen Ort desselben Teams, also wir sind auf demselben Team, wir sind Theatermacher und sie schreiben über Theater, sie beschäftigen sich mit Theater, wir alle sind an Theater interessiert und letztendlich auch, dass progressiv und produktiv mit dem Theater über das Theater gedacht und gesprochen wird. Und wenn es aber dazu führt, dass Künstler quasi gebasht werden, dass es einen Shitstorm gibt, wie auch immer, beziehungsweise, dass derjenige sich nicht mehr in bestimmte Bereiche seiner Arbeit wagt, dann ist das nicht gut. Ist so eine Form von, ich nenne das jetzt mal Ethik, also oder Netiquette oder wie auch immer, ist das für Sie für dich beim Schreiben relevanter Haltepunkt, Sascha Krieger? Definitiv, klar. Und es ist natürlich auch so, dass man sich, ich fand das ganz interessant, was vorhin in der Diskussion zwischen Esther Slevogt und Christine Dössel passiert ist. Gerade die Aussagen zum Thema, wie schreibe ich im Internet versus wie schreibe ich im Print. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin da, wie gesagt, auch mit meinem Namen und wie du gerade bewiesen hast, lässt sich dann auch bei einer einfachen Xing-Suche ein entsprechender Hintergrund aufbauen. Meine Person lässt sich dann auch recherchieren und natürlich überlegt man dann, es gibt auch ganz praktische Überlegungen. Ich weiß, dass ich mich relativ lange Zeit gewehrt habe, ich habe lange Zeit gezögert, beispielsweise auch öffentlich als Amateurkritiker oder wie auch immer man das nennen möchte, in Erscheinung zu treten, beispielsweise Pressekarten zu beantragen oder Ähnliches, weil ich die Befürchtung hatte, dass das möglicherweise, wenn ich jetzt meinen Theaterbesuch, mal um es mal brutal zu sagen, sponsern lasse vom Theater, dass das möglicherweise meine Einstellung beeinflusst. Ich bin auch immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das passiert oder nicht passiert. Ich hoffe nicht, aber also ich glaube, die meisten Theater können sagen, dass ich immer noch sehr kritisch bin. Was Umgangsformen angeht, natürlich. Ich meine, man möchte natürlich, und je weniger anonym man im Netz unterwegs ist, desto wichtiger ist es natürlich, dass man auch auf eine gewisse Weise behandelt werden möchte, weil es ja immer auch gegen die eigene Person geht. Wenn ich da als Prosper unterwegs bin und sichergestellt habe, dass
sicherstellen kann man es natürlich nicht, aber weitgehend sichergestellt habe, dass ich nicht zurückverfolgbar bin, dann ist das was völlig anderes. Dann bin ich aber immer noch die gleiche Person und habe immer noch gewisse Umgangsregeln, die ich einhalten will, glaube ich. Deshalb bin ich auch gespalten, beispielsweise was dieses Thema Anonymisierung oder Nicht-Anonymisierung angeht. Also das ist, glaube ich, es ist ein sehr komplexes Feld. Mich würde bei Nies interessieren, wenn du sagst, es geht hier um eine andere Form des Gesprächs, um eine andere Form des Sprechens sozusagen. Wo für dich denn da die Grenzen verlaufen würden? Denn also wir diskutieren das ja auch immer. Es ist ja nicht so, dass wir da selbstgerecht wie Buddha sitzen, vielleicht ist er gar nicht so selbstgerecht gewesen, also so selbstgerecht bonzenhaft sitzen und sagen, wir wissen genau, wie die Kommentarfunktion zu funktionieren hat und wir wissen genau, was wir durchlassen und was nicht, sondern wir stellen uns ja auch immer wieder neu in Frage. Und ich weiß nicht, also das ist doch schon so, wenn ein Kommentator schreibt, die Darstellerin hat ihre Rolle aber sehr karikierend dargestellt, jetzt mal so ein Beispiel, hat sehr karikierend, chargierend dargestellt. Ist das, würde ich sagen, eine Beschreibung, ein Eindruck, der wiedergegeben wird? Und ich fände es eigentlich nicht okay, wenn sowas nicht geschrieben werden dürfte. So, jetzt schreiben das zwei und dann schreiben es drei und dann schreiben es fünf. Dann haben wir vielleicht ein Problem, aber wo ist sozusagen, weil dann das Phänomen sein könnte, dass die entsprechende Person geknickt in der Kantine sitzt. Das ist... Nein, das ist jetzt nicht das, was ich meine. Ne? Also für mich ist die Frage, worum geht es letztendlich dann in so einem Kommentar-Thread irgendwie so oder was wird da besprochen? Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so Brandbeschleuniger, die werden irgendwie reingeworfen, dann kommt eins nach dem nächsten. Es geht ja auch ganz viel um Beschleunigung. Ist ja niemand auf. Viele sind ja auf Nachtkritik, einfach weil es verfügbar ist und weil es einfach ist, weil es da ist. Ich will jetzt niemanden auf Nachtkritik angreifen, aber ich würde nicht sagen, dass der vornehmlichste Grund dafür ist, dass es jetzt das beste Theatermedium ist überhaupt, so, sondern es ist vor allen Dingen einfach verfügbar und man kann partizipieren. So, das soll ich jetzt sagen, ist mal die klassischen Merkmale so einer Online-Sache irgendwie. Und dann ist die Frage aber, was gibt es den Leuten irgendwie, aus welchen Gründen sind sie eben da? Und sicherlich kann man das nicht mit Kontrollen machen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Darin sehe ich ein absolutes Problem, auch ein ethisches Problem. Was man aber tun kann, ist, so wie Sie schon sagten, eine ethische Debatte darüber zu führen und diese Debatte auch zu öffnen, also die auch in der Crowd stattfinden zu lassen. Wir sitzen jetzt hier genauso wie als Expertenrunde quasi, beziehungsweise die Paneele davor war auch Expertenrunde. Es wird immer davon gesprochen, dass die Medien demokratisiert werden und letztendlich wird aber im Gerede über die Medien wieder so eine Art von Expertenrunde reproduziert. Ne? Also das sind ja eigentlich auch Debatten, die da draußen irgendwie stattfinden könnten. Wobei das ja natürlich interessant ist. Ich glaube ja, dass die Expertenrunde, also ich glaube wirklich, dass die Expertenrunde gar nicht ersetzbar ist, weil der Experte sich ja sozusagen selbst ernennt, dadurch, dass er ein Interesse an den Sachen hat. Und durch das Interesse, das gesteigerte Interesse, bedingt das Expertentum. Und auf Nachtkritik sind Leute gewesen, die gesagt haben, wir sind so Aficionados des Theaters und vielleicht auch der Kritik, deswegen gründen wir das und geben das als Gesprächsangebot und andere Aficionados, andere Experten kommen und sind da. Also ich glaube, das Expertengespräch ist gar nicht wirklich ersetzbar, wenn man Experte jetzt nicht im Sinne von so einem technokratischen Begriff sieht. Ja, natürlich, aber Sie sagen ja auch, dass die Crowd sich ihren Weg sucht, da gibt es irgendwie unterschiedlichste Stimmen, das ist ja bei Nachtkritik jetzt auch so. Also da muss ich erstmal 20 Minuten suchen, bis ich da was von Wert finde in der Regel, ist wirklich so. Und dann gibt es einen Haufen Gemeine, irgendwie ist also ich will jetzt nicht hier schlecht über Nachtkritik reden, aber super Sache, Nachtkritik, das sage ich jetzt auch nochmal im Livestream, aber oftmals ist es so, dass es Schwierigkeiten gibt der Qualitätskontrolle, ganz einfach, weil es eine ganz andere Art und Weise ist, das Medium zu bedienen, zu benutzen, jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, ja. Als jetzt zum Beispiel in den Printmedien. Und ich glaube, der Grund für mich zum Beispiel, der primäre Grund, warum ich Nachtkritik lese, ist, dass es verfügbar ist. Aber ich muss sagen, ich habe größere Freude an einer ästhetisch eindeutigen Kritik in der Süddeutschen Zeitung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde ganz kurz reingehen. Ja, bitte. Ich würde gerne kurz was zu dem Thema Expertentum und Expertenrunde sagen. Ich sehe das ein bisschen kritischer, weil ich meine, wir haben von der Demokratisierung gesprochen. Wir haben von Christopher Baum hat, glaube ich, vorhin von der Eröffnung des Diskursraums durch das Internet gesprochen. Die Abgrenzung, wo der Experte aufhört und wo der Laie beginnt,
die möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr machen. Sind die Experten, beispielsweise wenn wir über Kritik sprechen, nur noch die professionellen Theaterkritiker? Christine Dössel würde wahrscheinlich sagen, ja. Sind das vielleicht nur die Printkritiker? Sind das auch die Online-Kritiker? Sind das möglicherweise jetzt auch schon Leute wie ich, die hobbymäßig Kritiken schreiben und auf ihrem Blog veröffentlichen? Sind das Leute, die bei der Live-Kritik Kritiken schreiben, oder sind das die Kommentatoren? Sind das generell Leute, die interessiert sind am Theater? Also wo ist denn da die Grenze? Und die Frage ist natürlich, macht das überhaupt Sinn, diese Grenze zu ziehen? Ist das nicht gerade der Vorteil des Internets, dass wir diese Vielstimmigkeit eben haben? Was ist das, Levogt vorhin gesagt hat, die Fortführung von Kritik und die Entstehung einer Art von multiperspektivischer Kritik aus diesem ganzen Konglomerat, und ich würde da die ganzen Blogs vielleicht noch mit einbeziehen und das, was auf Live-Kritik passiert, ist das nicht gerade auch ein Vorteil, gerade für den Theaterbesucher, aber eben auch für die Leute, die Theater machen, dass einfach sehr viele unterschiedliche Perspektiven, die früher überhaupt gar nicht öffentlich hätten gemacht werden können, zumindest nicht sinnvoll, heute vorhanden sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob da dieses Expertenthema überhaupt noch das Richtige ist. Ich würd gerade mal gerne von Twitter was reinschmeißen. Soll ja nicht heißen, ich würde es nicht tatsächlich tun. Auch Holger Seim wird bestimmt gleich seine Frage kriegen. Vorher war Frage, bringt der Austausch zwischen Kritikern und Kritisierten was? Also würde ich jetzt nächstes Mal mit Stockmann mal fragen, gibt es ein Interesse daran, sozusagen als Kritisierter mit einem direkt, also du hast ja auch in Frankfurt einen Blog, glaube ich, ja, am Laufen und hast da 60, 70 Postings. Die Kommentare waren abgestellt, oder? Ja, aber nicht von mir, sondern von meinem Arbeitgeber, okay, dem Schauspiel Frankfurt. Ich hätte ganz gerne Kommentare gehabt. Okay, also. Aber ja, also definitiv. Also das ist das, ich meine, ich kenne auch, natürlich kommt er auch zwangsläufig mit dem Job, dass man sieht die Kritiker ständig und man redet auch mit ihnen. Mit manchen hat man sogar auch einen herzlichen Umgang. Das versucht nicht zu nahe zu kommen. Und wenn man sich ständig sieht, kann man auch mal Hallo sagen eben. Und ich finde es auch nicht bedrohlich. Zum Beispiel interessieren mich ganz viele Dinge, nämlich was sind die Kriterien, nach denen beispielsweise, also das ist ja eine Diskussion, die wir im letzten Panel dann auch hatten, die Theaterwissenschaftler ja gesagt haben, wir müssten irgendwie gucken, was ist eigentlich die Klaviatur, das Handwerk unseres Berufs und unserer Beurteilung? Und das, finde ich, ist eine Debatte, die auch definitiv in der Theaterkritik stärker geführt werden muss, weil es ganz oft auch im Stilisierten des Theaterkritikers, was ist er als Figur, eben als mediale Figur oft, das habe ich das Gefühl, in eine Richtung geht, wo es geschmäcklerisch wird und auch manchmal ein bisschen bierlaunig. Das hat die FAZ-Kritik, die der Tobi Müller vorgelesen hat, ja ganz deutlich gezeigt. Und das zeigen auch durchaus Kommentare auf Nachtkritik, die sich in einer ganz ähnlichen Rolle fühlen manchmal. Also ich habe manchmal das Gefühl, es wird dahin mimikriert zu der Rolle dieses zornigen Kritikers. Kennen Sie den Film Ratatouille, wo dieser Kritiker mit diesem, dieser Restaurantkritiker mit diesem Rollkragen irgendwie im Restaurant sitzt? Und das ist tatsächlich so dieser zornige strukturalistische Kritiker der 60er Jahre. Da habe ich das Gefühl, da sehen sich manche gerne selber Auteur, selber Künstler, selber wichtig, selber klug und so. Und das ist eine Rolle, in der sich viele wohlfühlen, auch viele wohlfühlen, die auf diesen Portalen irgendwie anonym sehr zornig schreiben, ja, eben. Und dann eben auch, finde ich, wenig kritisch und wenig progressiv im Sinne einer Crowd-Idee gedacht. Es gibt aber ja immer noch die Abteilung über dem Strich, sage ich jetzt mal, in der das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Und ich denke auch, dass da eine ganz wichtige Geschichte ist, dass die Kritiker, da würde ich auch absolut zustimmen, dass die Kritiker sich selbst kenntlich machen sollten, damit das in irgendeiner Form, wo sie herkommen, aus welcher ästhetischen Richtung, was sie, wenn sie etwas schreiben, wenn sie ein Urteil fällen, wo sie das hernehmen, damit dieses Geschmäcklerische vermieden wird. Und ich finde, dass da eben die Kommentare in dem Gespräch, das entstehen kann, eine unglaubliche Korrekturfunktion haben können und auch oft haben. Und wenn ich sozusagen von dem Kunstwerk nochmal ausgehe, ich bin immer so ein bisschen 19. Jahrhundert-Style und finde immer das Kunstwerk so geil, irgendwie so über allem. Und dann finde ich, dass das hermeneutische Potenzial ausgeschöpft werden sollte. Das schafft der Kritiker aber nicht alleine. Früher hat es der Kritiker versucht, alleine auszuschöpfen.
Ich finde, jetzt sollte er sozusagen als, ja, das, ob jetzt Experte oder Experte ist für mich eben nicht so technokratisch, sondern in diesem Sinne, dass man einfach an dem Gegenstand wirklich interessiert ist und in ihn hinein will. Als der äußere ich mich, sage, wo ich herkomme, und dann entsteht im Idealfall ein Diskurs, der das Kunstwerk selbst auch immer sichtbarer macht. Dass dabei dann so zornige Zwischenrufe kommen. Das stimmt natürlich ganz grundsätzlich, und ich finde diese Idee auch auf dem Papier total toll. Bloß die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, sowohl Leser der Nachtkritik, also auch Freunde, die gar nichts mit dem Theater zu tun haben, aber auch Theatermacher, für die ist eigentlich ganz vordergründig und ganz weit oben, wie eben ja auch in der medialen Organisationsstruktur auf Nachtkritik, die Kritik, die steht ganz oben. Die Kommentare spielen wirklich eine untergeordnete Rolle, und oftmals ist es auch so, dass man sich wirklich 20-minütig durch den größten Rotz orthografisch katastrophal irgendwie durchquälen muss, um überhaupt zu irgendetwas von Sinn und Kontext irgendwie zu gelangen. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Manchmal werden auch ganz tolle Diskussionen auf Nachtkritik geführt. Aber eben ist es hin und wieder so. Und das ist eben das mediale Schwergewicht liegt schon auf der Kritik an sich. Und die ist ja auch jahrelang noch im Netz zu finden. Ich kann immer noch die Kritiken vom Blauen Blauen Meer zum Beispiel bei einer ersten Inszenierung irgendwie im Netz finden und lesen. Und wenn meine Freunde dann mal nach Stücken von mir suchen, dann wamp, so eine Welle von Hass, die da über mich rübergerollt ist irgendwie so. Und das wird auch die nächsten 20 Jahre da noch so auf Nachtkritik stehen. Ne? Natürlich, aber die Kritik ist das, was oben steht, das ist das Hauptaugenmerk. Und insofern ist es für mich, also für mein Empfinden, dann doch wieder relativ klassisch, also ordnet sich in den Diskurs klassischer Theaterkritik ein. Und für mich, sowohl in Bezug auf den Print als auch in Bezug auf die Online-Kritik, ich möchte da gar nicht so einen riesigen Unterschied machen, ist es für mich wichtig, darüber zu reden, was sind die Kriterien, was ist das Handwerk, was ist quasi die Klaviatur unseres Handwerks, die Theaterkritik, nach welchen Praktiken beurteilen wir. Und das weiß ich zum Beispiel, ich spreche jetzt aus dem Nähkästchen, aber bei vielen Theaterkritikern, mit denen ich spreche, die haben darauf keine klare Antwort. Überhaupt nicht. Die können mir nicht sagen, was es jetzt ist, dass sie zu einer guten Inszenierung oder so. Das ist wirklich unfassbar subjektiv und geschmäcklerisch. Trotzdem, und ich würde jetzt die Diskussion ein bisschen weiter drehen wollen, gibt das Netz dir natürlich auch eine Möglichkeit, also vor 20 Jahren wärst du als Autor derjenige gewesen, der im Zweifelsfall in seinem Kämmerchen schreibt, dann im Zuschauerraum sitzt, während seine Uraufführung entweder grandios wird oder in die Hose geht und dann eventuell in der Versenkung verschwendet. Jetzt hast du die Möglichkeit, sei es über eine eigene Plattform, sei es über Nachtkritik, sozusagen eine eigene Stimme als Autor in dieser Diskussion zu kriegen. Deswegen zwei Fragen, die ich dazu stellen möchte. Gestern oder vorgestern war auf Spiegel Online gerade, dass Oliver Kluck sich gegen Schauspiel Frankfurt öffentlich macht. Könntest du dir erstens auch vorstellen, so radikal vorzugehen, dass du tatsächlich eine Uraufführung deines Stückes netzöffentlich oder vielleicht sogar mit einem eigenen Beitrag also einem eigenen Text, nicht einem Kommentar, auf Nachtkritik verreist? Und einfach sagst, es ist scheiße gewesen. Verdammt, die haben mich nicht gefragt, die haben meinen Text eingestrichen. Es ist so scheiße gewesen, ich distanziere mich hier von der Verhunzung meiner Uraufführung und schreibe das Stück jetzt zur richtigen Uraufführung aus. Könntest du dir das auch so vorstellen? Also zu sagen, ich nutze tatsächlich eventuell die Kooperation bei Nachkritik, zu sagen, ich nehme meine... Also gut, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Das ist ja wirklich Theater-Armageddon, was da passiert. Also in der Regel ist es ja nicht so. Da trifft man ja irgendwie auf einen relativ kundigen Regisseur, der ist interessiert, den Text im Sinne des Autors irgendwie zu inszenieren. So wie ich das verstanden habe, war das in diesem speziellen Fall jetzt auch so. Okay, ich verstehe schon, worauf die Frage grundsätzlich hinaus ist, aber also ich glaube schon, das habe ich ja auch bereits getan, ich habe mich ja auch bereits auf Nachtkritik involviert. Ich muss allerdings sagen, dass ich doch immer ziemlich vorsichtig bin, weil ich gemerkt habe, dass man nicht dieselbe Rolle hat als Theaterproduzent, wie man sie jetzt zum Beispiel als Partizipierender auf einem anderen Niveau irgendwie hätte. Also ich merke auch zum Beispiel, dass da ganz menschliche Gefühle, also ich will jetzt nicht sagen, das klingt jetzt dann wahrscheinlich unfassbar selbstherrlich, wenn ich das sage, aber es gibt bestimmt auch Theaterleute, die in dem Theaterbetrieb sind und auf Nachtkritik schreiben und lesen, die vielleicht unter Umständen sich an einem anderen Glied oder der Kette befinden und vielleicht über jemanden schreiben oder so. Und gerade die Möglichkeit der anonymen Kommentarfunktion irgendwie als gute Möglichkeit sehen, um jemanden
etwas zu sagen, was man zum Beispiel im wirklichen Leben nicht tun wollte und so. Ich bin sehr vorsichtig geworden und vor allen Dingen nach den Erlebnissen, die ich hatte 2009, 2010 mit Nachtkritik und finde aber durchaus, dass das eine Möglichkeit ist. Hat ja Oliver Kluck auch gemacht, aber er hat es nicht bei Nachtkritik gemacht, sondern hat es auf seinem eigenen Blog gemacht, wo es auch keine Kommentarfunktion gibt. Ich würde ganz ehrlich genau die Fragen aufmachen. Ich muss mir entschuldigen, dass ich erstens war ein oder zwei Fragen Englisch gestellt und ich habe sie tatsächlich gerade mir selber nicht übersetzt gekriegt und auch nicht alle mitgekriegt. Es war eine Bitte von Antje Grabenhorst zum Thema Off-Theater-PR. Bitte. Also ich hatte mir von der Diskussion auch so ein bisschen erwartet, dass das Netz ja ist ja auch eine Möglichkeit, um überhaupt mehr Kritiken zu produzieren. Also ich meine, die Printmedien haben sich ja nach 89 im Ausland verspekuliert, haben dadurch eine Menge Geld verloren, haben Seiten eingedampft, haben Leute entlassen. Dadurch sind die Zeitungen ein bisschen langweiliger geworden. Dadurch haben sie mehr Leute entlassen, wieder weniger Abonnenten und so weiter. Das heißt, es gibt ja, also sag mal, ich kann es jetzt nur aus einer Stadt wie Berlin sehen. Ich mache seit 2003 Theater-PR, habe mich spezialisiert auf Theater und Tanz, aber völlig im unterfinanzierten Off-Off-Off-Bereich, weil ich das selber spannender finde. Und da ist ja das Netz einfach eine tolle Möglichkeit, um da auch wieder Kritiken reinzukriegen, weil die Printmedien schreiben ja meistens nur über die großen Häuser und Nachtkritik ja ehrlich gesagt auch. Aber ich meine, die neuen Sachen jetzt, die Auseinandersetzung mit dem Netz zum Beispiel, die passieren ja nicht als erstes in den großen Häusern. Die passieren ja in den kleinen Projekten, also zum Beispiel Theaterstücke, jetzt auch zum Thema Cybermobbing habe ich das erste Stück, als ich im English Theater Berlin gearbeitet habe, dort auf der Bühne gesehen und nicht in einem großen Haus. Also man ist ja viel flexibler in den kleinen Häusern. Und deswegen denke ich auch, also ich mal jetzt zu Theaterkritikern allgemein, finde ich super schade, dass es weniger geworden ist. Weil ich fand eigentlich alle, die in den Printmedien geschrieben haben, immer wenn es nicht die Volontäre waren, immer sehr kompetent und finde es schade, dass viele von denen verschwunden sind. Finde es toll, dass viele in Nachtkritik wieder aufgetaucht sind, aber dort wird auch nicht über Off-Theater geschrieben oder nur in den allerseltensten Fällen. Und ich kann, also sagen wir mal, ich wünsche mir mehr und mehr und mehr Theaterblogger und Theaterblogprojekte. Und Theaterblogger, egal für welches Projekt ich gerade arbeite, kriegen natürlich irgendwie eine Kritikerkarte. Und ich sehe das nicht als Bestechung, wie das jemand von euch gesagt hat. Also ich als Theater-PR-Mensch erwarte nie eine gute Kritik von mir aus, können die Leute das Stück total zerreißen. Aber wichtig ist doch, dass eine Debatte stattfindet. Und dafür ist doch auch das Internet toll, dass eine Debatte stattfindet. Und ich muss allerdings auch sagen, ich habe im Off-Bereich das Gefühl, dass da viel weniger zerfetzt wird. Also ich habe eigentlich, sagen wir mal, wir haben für das Theaterfestival Grenzenlos Kultur in Mainz oder für das Theaterfestival No Limits in Berlin, haben wir Blogprojekte, die von Georg Kasch betreut werden und wir haben Kommentarfunktionen und da kommen eigentlich nie irgendwelche komischen Kommentare, dass irgendwelche Trolle da was Schlimmes reinschreiben. Also das auch sind ja nicht nur Trolle, also wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen Trollen und Leidenschaftlichen. Also weder Trolle Debatten. Noch Theaterliebhaber kann natürlich sein, dass wir mit dem Thema Inklusion zu tun haben, dass viele der Schauspieler sogenannt geistig behindert sind, da trauen sich die Leute nicht, da haben die eine Hemmschwelle, aber selbst die machen mal schlechtes Theater und das kann man dann auch schreiben. Und ja, also ich wollte sozusagen alle Leute aufrufen, die hier im Saal sitzen, gründet Theaterblogs, macht Blogprojekte, schreibt über Theater, damit überhaupt die Diskussion über Theater stattfindet und das findet einfach im Netz statt. Und wer eine Bloggerkarte will, kann meinen Namen googeln, Antje Grabenhorst, und er kriegt eine. Ich würde das gern wirklich unterstützen, weil ich glaube, das, was wir über Demokratisierung, über Multiperspektive etc. gesagt haben, das hat mehrere Aspekte. Das eine ist, dass natürlich
wie gesagt, ein mehrstimmigerer Chor von Meinungen, von Ansichten, von Beschreibungen. Ich würde jetzt auch dieses, ich würde das auch nicht als Meinungssuppe bezeichnen. Ich glaube auch, dass, ich meine, Tobi Müller hat das vorhin ganz gut gezeigt, die professionelle Printkritik jetzt auch nicht ganz meinungsfrei ist. Das ist auch, glaube ich, nicht nur ein Problem der FAZ. Oder was heißt Problem? Ich sehe es gar nicht als eins. Wie gesagt, der eine Punkt ist, dass einfach mehr Stimmen auch von normalen Theatergängern, und ich glaube, dass jemand, der das professionell macht, der dafür bezahlt wird, für den das der Broterwerb ist, anders auf Theater schaut als jemand wie ich, der das nebenbei macht. Und ich schaue anders auf Theater als jemand, der alle zwei Monate oder alle halbe Jahre mal ins Theater geht. Und ich glaube, die Möglichkeit, die das Internet bietet, diese unterschiedlichen Meinungen alle zu repräsentieren, die wird, glaube ich, noch nicht ausreichend genutzt. Ich finde es auch nicht so toll, dass wir jetzt fast ausschließlich über Nachtkritik sprechen, weil es gibt wahnsinnig viel mehr da draußen. Es gibt eine Live-Kritik, die eine ganz wichtige Nische, wie ich finde, besetzt. Es gibt Theaterblogger wie mich und viele andere. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Das ist nämlich der zweite Aspekt. Es gibt viel, gerade in einer Stadt wie Berlin, gibt es so wahnsinnig viel Theater. Und in Printausgaben, aber auch auf Nachtkritik kommt immer nur ein ganz kleiner Teil vor. Ich beispielsweise bin jemand, der sich sehr stark auch für junges Theater engagiert, der beispielsweise auf ein Theatertreffen der Jugend geht. Da bin ich so ziemlich der einzige Pressevertreter eigentlich. Aber ich weiß, dass ich wahnsinnig wenig im Off-Theater-Bereich mache. Ich weiß, dass es andere gibt, die das Gott sei Dank machen. Und da hat das Netz natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit, auch wirklich Spezialisten. Ich weiß, dass es einige Blogs gibt, die sich speziell darauf konzentrieren, auf Off-Theater. Und da kann das Netz einfach auch eine Funktion erfüllen, dass der Blick auf die wirkliche Theaterlandschaft, die gerade in einer Stadt wie Berlin ist, viel mehr ist als die Volksbühne, das DT und das BE, dass sie diesen Blick öffnen kann. Und ich glaube, da gibt es viel, viel mehr Positives als Negatives. Und was wir vorhin, wenn ich schon mal das Mikro habe, möchte ich gleich noch einen letzten Punkt anbringen. Ich verstehe natürlich, dass gerade jemand wie Nies, der da zum Teil auch heftig angegangen wird im Netz, das wahrscheinlich ein bisschen anders sieht. Ich glaube schon, dass auch das Trollen und das die heftige Kritik, ob die jetzt, wie gesagt, in irgendeiner Form konstruktiv oder nicht konstruktiv ist, das ist einfach dann ein Nebenprodukt dieser Offenheit des Internets. Und ich glaube, damit müssen wir auch lernen zu leben. Das heißt nicht, dass ich nicht alles... dass ich alles zulassen soll. Das heißt nicht, dass ich nicht versuchen sollte zu moderieren, aber ich sollte schon auch sehr vorsichtig moderieren. Also die Freiheit sollte, finde ich, die Meinungsfreiheit und die Äußerungsfreiheit im Internet sollte schon Also ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, das ist halt so das Nebenprodukt irgendwie, das passiert irgendwie so, weil es ist ein Erziehungsprozess eben, das Medium ist auch noch neu, ist auch ein gemeinsamer, ein kollektiver Erziehungsprozess, also die am einen Ende sitzen und die am anderen Ende sitzen müssen, miteinander diskutieren, auch die an einem ganz anderen Ende sitzen, zum Beispiel in den Theatern, müssen irgendwie auch irgendwie, finde ich, teilhaben an einer gemeinschaftlichen Diskussion. Jetzt im Augenblick ist es noch ein bisschen Lagerbildung, irgendwas ich auch schade finde, weil es ja im Grunde genommen ich ja den Teamgedanken sehr viel reizvoller finde, jetzt nicht nur im Theater, sondern auch übers Theater hinaus. Also das heißt nicht Ränke bilden oder so, aber ich möchte mich jetzt nicht mit einem Kritiker, der aus einer tief empfundenen Leidenschaft und Liebe für das Theater einen Text oder einen Abend verreist, aus persönlichen Gründen mich verfeinden, so, sondern ich erkenne vielleicht auch dann seine Liebe an und sein Interesse, das er irgendwie am Theater hat. Und diese Form von Erziehung, wenn Sie so wollen, das ist ein wichtiger Schritt, oder beziehungsweise es ist ein Fenster, das man öffnen muss, weil
Das Problem am Theater ist, ich glaube, Sie hatten es auch kurz gesagt, es gibt so eine Form von Hemmschwelle oder so, weil Sie sagten, Sie arbeiten mit behinderten Menschen. Diese Hemmschwelle wäre ja in dem Fall, in diesem speziellen Fall ist sie ja schon, weil wir ein direktes soziales Miteinander haben, eine direkte soziale Situation, in der man sich anders verhält als in der anonymisierten Netzwelt. Ich finde eben, dass es genauso eine Form von sozialen Kodex geben könnte in der Netzwelt. Ne? Also Sie sehen das ja jetzt zum Beispiel auf YouTube, wo es ja auch bestimmte sehr stringente Regeln dafür gibt, wie man miteinander umgehen sollte und wie nicht eben. Und ich finde, dass das durchaus auch etwas ist, was mitverhandelt werden sollte. Also jetzt mal so situationistisch gedacht, in abstrakten Zusammenhängen neigt der Mensch dazu, radikaler zu werden, als jetzt zum Beispiel in konkreten Situationen, sozialen Situationen des Miteinanders. Entschuldigung. Und unsere konkrete soziale Situation ist jetzt die, dass wir nämlich jetzt noch genau eine Frage zulassen können. Auf Twitter waren, glaube ich, also wer getwittert hat, darf die Frage noch stellen. Es gibt eine ganz real existierende Person, die jetzt hier schon länger darauf wartet, zu Wort zu kommen. Genau. Vielen Dank, endlich. Ich nochmal, Daude. Und dann versuche ich das so ganz viele Bemerkungen so in ganz kurzer Zeit mal zusammenzufassen. Der erste Punkt, das wäre der Punkt der Expertentum. Zweiter Punkt, der Perspektive der Kritiker, Analytikerin. Und das als dritter die Kritik, um Debatte zu fördern. Ich glaube, Sie, Herr Stockmann, meinten, Sie wissen auch nicht so genau, was die Kriterien der Analyse sind bei Theaterkritik. Das könnte ich auch zustimmen. Ich kann das nur beim theaterwissenschaftlicher Perspektive sagen. Das sind sehr klare Kriterien. Also es muss eine historische Verankerung, es kann dramaturgisch, inszenatorisch oder performativ analysiert werden, es muss einen umfassenden Zusammenhang da sein und Ziel ist, kein Urteil zu fallen. Genau, das ist, also Sie kennen ja den Stadelmeier, der kommt hier nach, kommt da mal manchmal, Entschuldigung, ich will Sie nicht unterbrechen. Aber ich versuche einfach mal weiter zu machen. Und zum Experten, zum Expertentum, das ist etwas, was fürchte ich nicht so sehr von den Menschen, die etwas schreiben, abhängen. Also das entscheiden einfach eine Menge bestimmten Menschen für kompetent oder bestimmten Menschen für nicht kompetent. Und das hängt wirklich weniger davon ab, was die Spezialisten, also Theaterwissenschaftlerinnen oder Theaterkritiker schreiben, sondern wie das empfangen wird. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und dazu nochmal die Perspektive der Analytiker, Analytikerin, finde ich auch äußerst wichtig. Also wenn ich würde mich total freuen, wenn jetzt ein Kritiker oder Analytiker schreiben würde, ich als weißer, heterosexueller Mann denke bla bla bla, weil aus meiner Perspektive der Bildungsbürgertum kann ich nur das und das denken und alles andere ist scheiße. Fände ich viel ehrlicher als eine universalisierenden Ich, das versucht zu schreiben in bestimmten selektierten historischen Zusammenhängen, zu sagen, das ist so und so und so und das ist wahr. Also wir müssen uns von diesem Wahrheitskriterium verabschieden und zum eigenen Subjektivität stehen und nur so kann etwas meiner Ansicht nach Pertinentes entstehen. Ach, vielen Dank. Das war es eigentlich. Dann nicht. Ich wollte dich nicht ganz abwürgen, aber Holgersheim ist ja hier. Ich hätte das nicht gelesen. Was? Wer macht die Absage? Frau Slevogt. Ich mache die Absage. Ja. Super, die habe ich mir nicht vorbereitet, deswegen wird das jetzt ganz kurz werden. Als allererstes, wer ist hier eigentlich Nachtkritik-Kommentator? Noch eine Frage. Wer kommentiert hier? Komm, zeigt euch. Kommentator, nicht Redakteure. Finger runter. Kommentator. Wer hat ein eigenes Blog? Immerhin. Also, der Anfang ist gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt gar keinen Arm hoch. Super. Herzlichen Dank an euch drei. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe das für dem Publikum auch. Auf Twitter gab es gar keins auf die Fresse, was schon mal gut ist. Ja, herzlichen Dank. Niesmann Stockmann berichtet über seine emotionalen Erfahrungen mit negativer Userkritik. Das kann man so hinnehmen. Kann man auch nochmal drüber sprechen. Aber das dann beim Bier draußen. Also, herzlichen Dank euch drei.
Herzlichen Dank dem Publikum, dass Sie so lange bei dem guten Wetter und bei der hier drin ansteigenden Hitze ausgeharrt haben. Ich wage es nicht, eine Zusammenfassung dieser ganzen Tagung zu geben. Kann nur noch mal sagen, die Dinge, die gesagt werden müssen, herzlichen Dank für die Böll-Stiftung als Mitorganisator und Gastgeber dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank an Nachtkritik, an die Organisation und Konzeption dieser Veranstaltung. Was man nicht erwarten sollte am Ende dieses Tages, auch wenn man jetzt immerhin hier vermutlich so um die 8 Stunden ausgeharrt hat, dass die Fragen beantwortet sind, mit denen man hierher gekommen ist. Ich glaube, unser Ziel als Organisatoren dieser Eintagesveranstaltung kann auch ja nur sein, Dinge vielleicht ein Stück in Bewegung zu bringen, die noch nicht in Bewegung waren, oder Menschen, bei denen das schon in Bewegung ist, dazu zu ermutigen, weiterzumachen. Ich weiß auch, dass Theaterblocks nicht unbedingt die absoluten Knaller sind, sondern hinter Fashion und Beauty weit zurückfallen. Deswegen auch hier die Ermutigung von einer solchen Veranstaltung, macht es weiter, auch wenn an manchen Tagen einfach nur mal 10 User auf der Seite sind. Es lohnt sich auf jeden Fall und es wird zunehmend mehr Leser geben. Ansonsten bin ich gespannt, ob wir es schaffen, im nächsten Jahr wieder so eine Konferenz zu machen, wie die aussehen wird, ob wir tatsächlich mehr Arbeiten zeigen können, die in den letzten 12 Monaten dann gezeigt worden sein werden, gehabt zu haben. Gute Nacht. Und würde jetzt einfach sagen, ich bin durch, Sie auch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus